Das ist mir lieber. Aua! Blöde Schlange! Du kommst nicht mehr in meinen Garten. Hier bin ich. Wir haben die Tür beschädigt. Viral! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Warzog. Was ist denn hier los, Alter? Da ist eine Riesenrutsche. Achso. Sorry nochmal gestern wegen den Ton, dass ich den so verkackt habe. Aber neue Software. Aber ich hab's mitgekriegt. Also mitgekriegt und ich hab's jetzt auch gelöst. Das Problem ist einfach bloß, ich hab gedacht, das ist Plug and Play. Ist es aber nicht. Ich musste Software installieren und jetzt erlüftet. Alle getrennt, so wie es sein sollte. Boah, das ist schön. Das freut mich, dass das so funktioniert. Jetzt muss ich aber leise sein, weil da unten ist einer, die sehr, sehr groß ist, sehr riesig. Und da draußen war eine, die rumgeballert hat. Und das muss nie Sinn. Die ballert immer noch rum. Jetzt fragt mich, ob ich Licht anmachen kann. Ich mach das einfach. Nee, ich mach das nicht. Ich mach das hier drin. Ich will ja jetzt auch nicht, dass sie hier rinkommen. Also nicht gleich sofort. Hallo, sei leise, Spiel. Ich kann ja die Knifte trotzdem erstmal nehmen. Das ist aber nicht... Ja, ich weiß nicht, ob das unser... Ist schon cool, das Domizil. Ich muss dann bloß schauen, wie das denn baue. Da muss ich aber einen Gebietsschutzblock setzen, wa? Ich glaube, das wäre das Beste, was ich machen kann. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn ich mich richtig daran erinnern kann, habe ich die Steine woanders liegen lassen. Tja, Tierrobben. Was machen wir denn da? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich warte nicht. Bestimmt hier eine Sau unterwegs, wa? Und damit meinte ich nicht die Sau mit der Axt. Oh, ich will jetzt aber auch nicht hier die ganze Nacht hier abkacken. Das ist das Schlechteste, was du sagen kannst bei Tag. Oh, ich wollte das gerade sagen, aber das ist ja Level 4, Tag 1. Ich habe das jetzt gerade tagtechnischerweise verwechselt. Oh, warten Sie mal, ich mache mal kurz die Funze aus, dass ich hier draußen mir das ankicken kann, ohne ihn auf den Sack zu kriegen. Für euch dürfte das da erkenntlich sein. Da brennt einer, da leuchtet einer, da ist einer mit einer blitzenden Axt oder sonst irgendwas und das ist ein Stoppschild. Ich habe gedacht, das ist eine käseweiße Socke. Da ist ein voluminöser und Mrs. Riesen-Voldemort hier, keine Ahnung, die ist jetzt nicht gerade da. Tja, das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass die nicht da ist. Kann ruhig so weitergehen. Oh, Alter, wie das ausbauen muss. Am besten ich kloppe, wie gesagt, die erste untere Geschoss und das zweite vielleicht auch noch weg. Und lass mich hier häuslich nieder. Das ist doch eigentlich ja nicht so eine schlechte Idee, oder? Oder was sagt ihr? Moment mal, wie kann das verschlossen sein, wenn ich hier schon war? Nee, ich hab bloß drin geschossen, wa? Ich hab sie nur geplättet. Naja. Hui, kicken Sie mal da. Und ich hab doch Munition gefunden gehabt. Wie geil ist denn das? Es war jetzt nicht die beste Knifte, aber ich hab jetzt schon mal die Möglichkeit... Oh, Alter. Ich hab jetzt die Möglichkeit, doppelt zu schießen. Das wird geil. Das mag ich jetzt schon. Das wird ja mal besser. Wie gesagt... Nee, die untere Etage nehmen wir auch noch mit. Weil hier sind so viele Schrägen. Also, hier Schrägen, ne? Also, ich glaube nicht, dass das so optimal ist. So, wir hatten ja auch noch einen Tresor gehabt. Jetzt muss ich den erstmal wieder finden, ne? Das ist ja so eine Sache mit der Findung bei mir. Aber das werden wir schon rausfinden. Wir haben ja jetzt nichts anderes zu tun. Willkommen. Hier, bei Warzog. Warzog? Wie auch immer. Gut, da müsste ich aber das hier oben auch nochmal richtig absichern, weil das ist nämlich kein Panzerglas. Das ist hier ganz stinknormale Glas hier.
Das muss alles abgesichert werden. Das ist nämlich nicht so knorke. Wenn da irgendwas fettet hier angeflogen kommt und drin rotzen tut, dann haben wir richtig Spaß. So, und jetzt ist da eine Minigun drin. Passt auf. Man dürfte ja doch mal hoffen, oder? Hey, hey. Ich habe nicht so viele Dietriche. Also ganz, ganz hier Schild, ja? Sonst knack ich dich so auf. Oder so hätte ich das aufgemacht. Oh! Und ich krieg so ja die 2 Dietriche, Villa. Der Tresor ist verkehrt rum, Leute. Denn der macht das schon vernünftig. 100 Schuhe. Das ist doch mal Knorke, ist das. Du Scheiße. Achso, das ist. Wieso reparier? Ach du Scheiße, sag jetzt Munition kaputt und so. Ja, welche Munition ist kaputt? Tja, das glaube ich müssen wir herausfinden. Aber ich werde jetzt schon mal die Munition wechseln, weil wir davon mehr haben. Das ist nicht wahr. Die andere Munition ist ja in alten Runden, ne? Boah, also mal, machen wir auch nochmal weg. Nicht, dass es hier anfangen tut zu schimmeln hier. Das ist das Schlimmste, was da haben kannst. Leichenschimmel in eine Bude. Da kommt keine Freude auf. Oh, Alter, hier habe ich aber sehr viel abzusichern. Sehr viel. Na, da weiß ich noch nie so ganz. Ich habe es nur vor kurzem für schön befunden, aber so langsam muss ich sagen, so langsam gefällt mir das hier nicht mehr. Aber das kann auch daran liegen, dass du hier die Wahl der Qual hast. Aber dafür hast du wenigstens die schönen Bilder. Ja, müssen wir mal gucken, ne? So. Wir haben ja gerade erst mal angefangen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. So. Wie gesagt, wir haben unten noch die Räumerie. Die muss ich noch fertig machen. So, warte mal, ich mache mich mal wieder ein bisschen leerer. Oh nee, oder? Sie wissen nicht, wo wir sind. Also doch weg. Für sie. Schade, dass es nur fake ist. Gut, nächste Etage. Reizwäsche. Extra für euch aufgehoben. Die sind alle aggressiv. Der hat einen Ballermann in der Hand. Und leuchtende Augen. Aber zum Glück schießt er nicht, weil die gerade mit Saren. Ja, nee, hingucken. Arschloch. Nö. Vielleicht kriegen wir ja noch die Dreche. Dann heben wir uns den für schlechte Zeiten auf, Alter. Mein Inventar sagt jetzt schon schlechte Zeiten. Ich bin mit 27 überladen. Was willst du noch? Nee, die Tür ist noch verschlossen. Noch. Karbin. Noch. Ey, Kapilla, 4 Punkte. Warten Sie mal ganz kurz. Da muss ich hin. Pack Muli, da muss auch noch was drin. So, denn es sind nicht mehr so 4. Den Rest krieg ich ja mit anderen Sachen freischalten. Jetzt können wir nämlich investieren in Waffen. Ich mag
Schotti. Aber ich mag auch schnelle Kniften. Und vor allen Dingen, aber ich mag lieber das Sammlerglück. Weil ich sammle sehr gern Loot. Also, seht es mir nach. Ich werde hier Loot sammeln, als ob es keinen Morgen gibt. Aber ich werde auch sehr, sehr viel Loot übersehen. Das ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Das war schon immer so. Schönen guten Tag. Achso, hab verstanden. So, was haben wir hier? Erstmal Luki Luki machen. Ist da jemand drin? Seid ihr bereit? So, ich gehe jetzt hoch. Es ist so breit, wie ich sein kann. Oh, Bücher. Oh, nee, das ist fake. Nee, doch, Bücher. Hallo. Seid doch nicht alle fake. Ach Mann, was für ein Faker. Hochstapler, der. Hey, das ist Müll. Das ist hier alles mehr Schein als Sein. Was soll das? Gut. Der nächste Raum. Dann Keller. Was soll da passieren? Weil wie gesagt, den geilen Loot haben wir noch nicht. Lololo. Nahrung. Bier? Wir haben schon gewonnen. Also ich trinke zwar kein Bier, aber... Also ich trinke schon Bier, aber... Andere Thema. Es ist zu selten, dass es in Waage fällt. Oh, Alter, richtig geil Nahrung. Ey, richtig geil Kohle. Ey, ich glaube, ich habe die Tic-Tac rausgefunden. Die wollen mich so voll bepacken, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Weil ich kann ja jetzt schon nicht wegrennen. Ich glaube, ihr habt da ein Problem. Es weiß, das ist euch auch schon aufgefallen, aber es meinte eher das Loot-Problem. Aber ich kann mir hier noch eine Kiste hinsetzen. Das ist alles ja kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Und die werde ich nämlich hier hinsetzen. Moment mal, ich bin doch schon ganz unten. Nee. Warten Sie mal. Das ist noch nicht ganz unten. Das ist ganz unten. Das ist das ganz unten. Ganz unten. Ganz unten, das, was ich mir versucht habe, die ganze Zeit aufzuheben. Vor Pein, Angst. Angst, Pein. Peiorei. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe. So, nee, warte mal, sind die nicht besser als das, was ich jetzt habe? Das ist besser als das, was ich anhab. Weil ich hatte nämlich nichts an. Nichts. Gar nichts. So, Schmackofatz brauche ich ja so oder so. Ich war ja am Verhungern. Warum nicht gleich mehr? Und schön rot färben. Wissen Sie gleich, was denen blüht? Blut. Hier wird mit Blut gezahlt. Die Frage ist, wem sein Blut? Ich hoffe nicht, dass es meins ist. Denn dazu neige ich auch. Ich lasse Blut. Nicht, weil ich es will, weil sie es verlangen. So. Gut. Also, weiter geht's. Da ist die Tür verschlossen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, die Nacht ist vorbei. Ich suche weiter. Ich suche weiter nach Loot. Weil das würde nämlich bedeuten, vielleicht habe ich das Glück, Dietriche zu finden. Das ist mir lieber. Hi.
Hey, du. Du kommst mir gerade zur rechten Zeit. Oh, bleib mal kurz hier liegen. Ich hab was vergessen. Danke, ihr Knochen. Ich brauche ein Messer. Dann geht's mir besser. Ich hab doch alle da. Ist doch alles ja kein Problem, siehst du doch. Ich hätte auch die Axt nehmen können, aber Messer soll besser sein. Na du, halt. Erst looten. Ihr Därme und Blut rausholen. Das wird schon zu irgendwas gut sein. Sei doch kein Narr. Also ich sag mal so, der Standpunkt, also zum Wohnen ist der ja schon geil. Schon aus dem Grund, weil hier Wasser. So eins wie die da. So, ist hier irgendwas versteckt? Wahrscheinlich nicht. So, meine Idee wäre quasi, ja, die Höhe würde so ja hinhauen. Hier einen Weg lang bauen. Hier die Hordenbase, dass ich hier rüberlaufen kann. Aber das gekappt, so dass die nicht durch die Base laufen und dann hier rennen. Wisst ihr, wie ich das meine? Wird eh 2 Sekündchen dauern, aber wir haben ja Zeit. Uns hätte es ja keiner. So, und weil wir jetzt keine Zeit haben, muss ich los. Arschbombe! Oh, ich wollte ausprobieren. Es ist geil. Angenehm. Oh. Ich bin gerade am Überlegen, aber so weit wird 7 Days nicht sein. Ich habe gedacht, so Feuer, Wasser. Mutschen! Nee, du bist nicht Mutschen, du bist hässlich. Hässlich wie die Nacht. Muss ich dir ja mal sagen. Schönheitswettbewerb gewinnst du nicht. So, die für da sollte ich nicht versuchen. Tatütata, tatütata. Der Kabin rennt jetzt da. Ja, ja. Erstmal hier ringsherum alle looten, würde ich sagen, wa? Da loot ich nicht. Habe ich gerade beschlossen. Das ist doof. Manchmal bin ich ja selbst mordgefährdet, aber so nun natürlich auch nicht, ne? Man muss es ja nicht gleich am Anfang übertreiben. Ich übertreibe gerne, aber man muss es nicht übertreiben. Das ist auch noch nicht unser Haus. Ich klopfe jetzt hin. Halt! Weiche Schlange! Kann ich die so? Wenn sie trist? Ja. Aua! Blöde Schlange! Kommst nicht mehr in meinen Garten. Die hat sogar noch Fleisch. Sind ja keine Geister? Ein Tarnexperiment? Hat nicht so viel funktioniert. Also, er hat nicht so richtig funktioniert, würde ich mal sagen, wa? So. Müll. Mann, wir sind weit gekommen. Oh, gut. Das ist ein Zweierhaus. Da können wir doch hin, oder? So. Wie gesagt, immer schön. Wie gesagt, ich brauche ja denn auch noch eine Schmelze und so. Das sollten wir denn die nächste annehmen. So schnell wie möglich. Bin gerade dabei. Oh, Jens. Schönen guten Morgen. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich finde schon, was ich will. Keine Panik. Eine Frage hätte ich denn doch nochmal. Haben Sie hier irgendwo eine Ratsche? Ich muss was ausprobieren. Flupp. Guillotine. Final Destination nachgespielt. Haha. Oh, ehrlich gesagt, könnte ich mir auch mal wieder ankicken. Final Destination, aber den ersten Teil. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ist kein Grund, an den Zaun zu hauen. Nur weil du ihn abgekriegt hast, du siehst ja auch aus wie... Wie? Wie, Kabin? Wie sieht er denn aus? Erzähl mal. Anders. Er sieht kaputt aus.
Alter, ich hasse diese scheiß Krabbler-Schock-Dings-Viecher. Weil ich jedes Mal denke, da kommt jetzt einer und ich krieg... Feral! Da kommt einer. Und zwar ein Vier. Orientierung? Ah, jetzt sag ich euch. Jetzt habe ich aber auch eben gerade Panik gekriegt. Ich habe gedacht, das ist ein Feral, wie man den kennt. Zum Glück nicht. Da ist er. Da ist Olle Zappel Philipp. Den werde ich mal jetzt ja schön ins Nirvana schicken. Ich meine, ich versuche es. Aber wir haben noch Zeit. Oh, der ist aber schnell. Der kann Blitze kotzen? Das ist ja wie Thor. Haha, jetzt hast du den Kumpel geschockt. Jetzt bin ich geschockt. Ich darf wohl nicht so nah ran. Das ist mir keine Lehre. Weil das wird wahrscheinlich nochmal passieren oder so. Ich brauche ihm halt bessere Waffen. Der hat mich richtig rangekriegt, wa? Diese kleine Kröte. Und dann hat er nicht mal was bei. Wie siehst denn du aus? Hat der einen Bart? Du bist schon hässlich. Geschockt. Jetzt ist aber schockierend. Aber das Schöne ist, ich höre nichts mehr von so einer Viecher. Das heißt, erstmal ist keiner da. Erstmal. Puh, Manchu. Ich brauche eine Erweiterung für meine Klim. Wenn es so weitergehen tut, bluttechnischerweise, sehe ich lila. Habe ich nicht gesagt? Lila. Da. Also noch lila Naizza, Jani. Gehen Sie mal bitte zur Seite. Sie versperren mir meine Möglichkeit des Lootes. Darauf reagiere ich allergisch. Wie Sie sehen haben. Ist da jemand? Jetzt nicht mehr. Na denn. Gute alte amerikanische Art und Weise. Ich will nie. Müssen die jetzt kommen? Aber noch haben sie eine Strauß gefunden. Gehen sie weiter. Nein. Können auch nicht hören. Wenn ich eh mal sage nein, dann heißt es nein. Achso, da bin ich ja durch. Wie kommt da denn Nick hier? Mukus. Lauter Mukus. Was hat das auch gut? Kürbisse? Kürbisse. Hören die Tür schon labersten. Sollte ich mir Sorgen machen? Hier bin ich. Sie haben die Tür beschädigt. Das macht man nicht. Sind denn total played? Verrückt. So. Viral. Der ist schon mal down. Konnichiwa. Kopflos durch die Nacht. Ey, ich hab Honig mit bei. Was für ein Zufall. Wo kam der denn her? Warten Sie mal kurz. Kann ich Sie mal kurz hier so?
Ja, können sie. Bringt nur nichts. Nein, ich weiß nicht. Ich gehe erstmal die Seite lang. Kann nicht so viel kommen? Weil da geht's ja wieder rum. Oder Moment mal. Gut, Beweglichkeit kann ja nicht schaden. Vor allem den Kaffee hat keine. Warum habe ich jetzt im Kopf gehabt, dass ich schon eine Brille aufgesetzt hatte? Da, das wollte ich eigentlich looten. So, noch mehr Platz. Rauben. In mein Inventar. War ja klar. Das war's. So, hier ist auch nichts. Das kannst du auch looten. Ja, wie gesagt, du kannst hier alles... Du kannst hier alles looten. Alles! Die Erden. Das ist genau meins. Mal kicken, für wie lange. Ist doch richtig. Oh, oh. Ich versuch mal hier erstmal so. Das war noch nie alles. Das war alles. So, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal was kontrollieren. Das ist nur eine Schürfwunde. Das ist gut. Da ist ein Feuer. Da ist ein Rohr. Das Rohr geht da lang. Dann geht das da lang. Dann geht das da lang. Das geht ja im Kreis. Ach, da oben. Muss man doch erstmal sehen. Habe ich nicht gesehen. Aber das ist euch aufgefallen. Haha. So, gut. Ich bild mir gerade ein, ich habe einen Hund gehört. Deswegen erstmal schon mal nachladen. Alter, ich bin gestartet mit 200 Schuss. Jetzt sind bloß noch 52. Find den Fehler. Nein, nein, nein. Die Trefferquote sinkt. La 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 la. Schalalala la 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 la. Der Loot ist da. So, jetzt habe ich das aber schon da drauf. Feuer ist besser. Feuer ist cooler. Hat eine brennende Wirkung. Aber dafür kann ich jetzt nämlich da nichts rauf machen. Ich wollte euch nur noch einmal zeigen, dass das denn nicht... Achso, habe ich schon. Hä? Habe ich das nun, oder? Nee, ich habe reparieren gedrückt, wa? Genau. Schlimmier ich. So. Noch eine Bandage. Yay. Klasse, bitte. So, warten Sie mal. Ich nehme mal kurz eine Bandage. Ich kann es mir jetzt leisten. Ich bin ja voll bandagiert. Engagiert, meinte ich. Hier habe ich doch schon. Blockschaden 25. Okay, gut. Vielleicht sollte ich die mal reparieren und dann kontrollieren. Achso, ich habe ja da schon mal drin. Mods technischerweise. Hm. Ach, lass stecken. Alle gut. Oh, jetzt ist sie kaputt gegangen. Na, so was aber auch. Ich bin aber auch wieder ein Tollpatsch heute. Ich gelobe Besserung. Entschuldigung. So. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir holen uns mal Werkbank. Wir holen uns erstmal eine Werkbank. Nee, wir bringen erstmal den ganzen Stuff nach Hause. Und dann muss ich kicken, dass ich den ganzen Stuff von da nach da bringe. Scheiße.
Naja, gut. Ich brauche ja eigentlich nur mein Inventar leer machen. Ich habe gerade gemerkt, wie komisch das klingt. Na gut. Aber das kriegen wir schon hin. Und dann müssen wir langsam anfangen. Also wir werden es ganz einfach machen. Wir werden uns jetzt irgendwelche Blöcke bauen. Hier rüber. Standard Base. Wie gesagt, Brücke, denn darüber. Das denn auf Werten, auf Stein, das kriegen wir hin. Jo. Und das ist da denn für unsere erste Horde erstmal genug, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das sind drei Blöcke hoch. Das muss ich hier denn nur irgendwie absichern. Ja, wie mache ich denn das da? Eigentlich ist das doof, weil hier Schräge und so, da können sie ja trotzdem hochkommen. Aber das soll ja auch bloß unser Dingsbase sein. Wenn nicht, dann kann ich mir darin verkrümeln. Ich muss eben halt nur vorsichtig sein, dass hier keine Wanderhorde und so, ne? Und uns die Hütte hier auseinandernimmt. Und deswegen muss ich das hier alles kappen. Also ich muss mindestens hier ein Cuphead machen. Sehr witzig. Das muss hier kappt werden und dann passt das schon. Dann ist das gut. Ja, ja. Ich würde das jetzt gerne beschleunigen. Aber es geht nicht. Bin eben halt nicht der Schnellste. Was soll ich machen? So, warten Sie mal ganz kurz. Ich hab doch... Ich hatte hier eigentlich auch eine Kiste hingestellt. Da war ich mir fast ganz sicher. Ist nie so schlimm, dann bauen wir noch eine. Scheiß darauf. Was kostet die Welt? Ich nehme zwei. Na gut. Rinn mit den Nacks. So. Weiter geht's. Also. Schnell noch was drin zwirbeln. Ach ja, gut. Auf irgendwen kann es nicht stehen. So, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Und Cash will er zurück. Und ihn fahren lassen. Kommt mir bekannt vor. War ein Witz. So. Na gut, Achtung müssen reichen. Wir wollen sie jetzt nicht übertreiben. Den habe ich ja eigentlich schon. Ja. Also kann der schon mal verkauft werden. Vielleicht kriegen wir ja. Das verkaufe ich. Die lasse ich noch, weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was ich kriege. Ich weiß bloß, dass ich tausendmal dasselbe drücke. So, vielleicht krieg ich ja dafür auch was. Wir werden es rausfinden. So, jetzt runter. An die andere Kiste ran und dann andere Kiste leeren und. Warte, ich brauche die Richtige, dass ich das aufmachen kann. Weil sonst krieg ich Macke. Macke Dusis! Hier ist nichts so weit zum Verkaufen. Wie gesagt, das muss halt nachher nach oben. Immer bleibt alter mich kleben. An mir kleben. So, und das werde ich auseinanderbauen. Wie gesagt, das muss alles noch ein bisschen ab. Ach, Kruzifix, ich beiß die E-Taste weg. Ab. Das kannst du wissen. Das ist doch nicht normal, ist das da. Ich glaube, ich habe einen E-Tick, habe ich. Ich muss ständig E drücken. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. So. Also, warum markieren? Wird doch so oder so angezeigt. So, da wo nie glatt ist, kannst du springen. Hüpf. Oh, ein Nest. Ah, keine Munition diesmal. Eine Tasche. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ich wünsche eine Kette. Nein. Das ist alles gratis Geld. Give me the money. Eigentlich wollte ich ja den Stuff holen, wa? Aber ein Repair-Kit ist auch nicht so schlecht. Da brennt es. Es ist ein Hund. Ein Brenner. Sei still. Da ist ein Hund und ein Mädel mit einer Axt oder irgendwas. Keine Ahnung. Ist das ein Ranger oder... Ranger sind doch eigentlich gut. Nee, warte mal, der muss ich dir helfen.
Genau. Ranger ist doch nicht so gut. Hab ich gerade erfahren. Blöde Kuh. Ich hab dir nur geholfen. Weil du kannst nämlich auch, wie gesagt, hier kannst du... Ach so. Sie hat zuerst geschossen, lass mich in Ruhe. Er hat eine Schrutze. Er benutzt die auch. Alter, was hält der denn aus? Schrutzenzombie. Und dann hat er noch nicht mal was für uns. Das ist ja mal peinlich, ist das. Ich hau dir, Junge. Ich würde dich eher auseinandernehmen, aber ich bin zu blöd, die richtige Taste zu drücken. Noch nicht mal da, krieg was. Ach, das ist doch deprimierend. Noch nicht mal Munition hat er mir eben. So ein kleiner Dreck, ja. Jetzt schießen so ja die Zombies. Oh, da ist so ein Monstervieh. Cool. Cool. Nee, du nicht, aber der andere ist cool. Du kriegst mich nicht. Guck mal, ich kann rennen. Weiter. Ich kann rennen. Und ich kann springen. Du nicht. Und Dingo war sein Name. Ratatatatatata. Oh. Ob ich das noch schaffe, die auseinanderzunehmen? Ich geb mir Mühe. Bin weg. Hauen sie rin. Knochen kann's behalten. Ich muss da lang. Ich hab mich löscht. Habt ihr die gesehen? Das Jammel fliegt. Halt, looten. Ja, was kann ich denn dafür? Stöhn mich nicht an, oder? Quatsch mich nicht an. Nicht von der Seite. Lasst mich doch alle in Ruhe, Mann. Ich will doch bloß zum Händler. Wo ist denn jetzt der Händler schon wieder hin? Oh, Jens. Ich habe sie gesucht. Und gefunden. Mann, ist jetzt schwierig hier. So wie so. Warum brennt denn das da oben? Erstmal gucken. Warum brennt das hier? Haben die da Erlaubnis dazu? Der brennt hier unten. Der brennt hier unter. Ein schwelender Brand. Oh, Munition. Danke. Was war denn das eben? Ein Paket Munition. Ich sag mal so, die Abluft ist nicht so... Ach so, ich muss ja runter. Ist nicht mehr so knorke. Aber sonst geht es. Hey, Dietriche! Wir haben sie gesucht. Schöne Ding. Ich hab das Gefühl, dass ich das ja nicht halt mit nach Hause kriegen werde. Ich brauche eine Motorisierung. Aber wir sind ja noch am Anfang. Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Immer Nägel. Immer Kladderadatsch. Nochmal die. Falsche Kiste. Ich schlimiere. Da wartet ja. Die ganzen Steine, die ganzen Eisen. Oh. Ich versuche nachzumachen. So, naja, gut. Uff. Ich hab einen Helm. Da das ein Helm ist, der ist nicht so gut ausgepolstert. Ja. Da bringt aber nichts. Schön. Schön, schön. Gut, dann trage ich den mal lieber wieder. Ja, was kann ich denn hier... Gut, die Stühle und so und das einfach kaufen? Naja, das kostet dann auch noch ein bisschen Gewicht. Alter, wenn jetzt noch ein Hund oder sowas kommt, so ein Leuchten-Bubbel-Dingsvieh, dann weiß ich auch nicht. Hier oben hatte ich ja schon nachgeguckt, ihr habt.
Oder nee, hier drauf bin ich eigentlich nur geflüchtet. Geflüchtet bin ich da. Ich wollte eigentlich bloß den Stuff noch abgeben, wa? Es kann eine langwierige Sache werden. Bis da drüben kann viel passieren. Vor allen Dingen, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Die grausame Welt. Des Überlebens. Wahrscheinlich hat sie genau dasselbe Problem und er auch gehabt. Zu viel Loot! Das ist meine Vorstellung. So wird es Sinn. So war das. Ja, ja. Schade. Mach auf! Ibims! Wir kennen uns doch! Schönen guten Tag! Bin völlig überladen. Dein Nachbar, der ist nicht mehr vorhanden. Wollte ich nur mal Bescheid sagen, ne? Falls es doch nicht du warst, der dir gebaut hat. Wir haben es gleich geschafft. Bin schon fast oben. Wow. Ich spüre die Geschwindigkeit, meinte ich. Nicht die Verbindung. Ja, gut. Auch eine Verbindung. Zum Fußboden habe ich eine Verbindung. Laufenderweise. Haha. Howdy. Witzet wirklich? Er hat gesagt, howdy. Ach, ich soll die hauen. Wer ist denn die? So, warten Sie mal. Richtig schön erstmal hier alle verkaufen, was geht. Kann ich das auch verkaufen? Ich werde Nester aufplündern. Die 8, 24. Ey, ich sammle jetzt Bienen. Bienen, das ist das neue Who is Who. Also. Naja, Küken bleiben noch. Obwohl. Ich krieg die ja so oder so wieder. Ich habe ja noch vor, ihn zwei Nester zu plündern. Das ist nicht das Problem. So, aber jetzt hier so, ne? Gib mal einen Holzbogen für 3000. Echt jetzt? Das ist das, was du mir an. Aber so ganz flockig bist du nicht, oder? Ich frage für einen Kumpel. Nur mal so nebenbei. Einen Holzbogen kann ich mir selber bauen, du Hannes. Sein Ditte. Ich habe das Gefühl, er will mich über den Tisch ziehen hier. Ist ja nicht wieso. Frechdachs, der. Na gut. Wisst ihr, was ich mache? Er hat's nicht verdient, aber ich mache trotzdem. Ich nehme einfach eine Quest bei ihm an. 200 Meter. Das werden wir aber erst morgen machen, weil ich muss erstmal den ganzen Scheiß nach Hause bringen. So eine Scheiße aber auch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, Däumchen, Träumchen nicht vergessen und macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.